Wir hatten um 15.50 Uhr einen Brandmeldealarm aus der Filterklinik. Es hat dort ein Wäschetrockner im Technikbereich gebrannt. Dazu kam es zu einer leichten diffusen Verrauchung auch in Stationen. Feuer war sehr schnell aus. Wir konnten sehr schnell durch einen Trupp unter Atemschutz löschen. Die Maßnahmen der Klinik haben sehr gut gegriffen. Die Stationen wurden geräumt durch das Klinikpersonal mit Unterstützung der Feuerwehr. Es gab keine Verletzten. Wir belüften den Bereich massiv derzeit und haben auch noch Messmaßnahmen durchzuführen. Es wurden 48 Patienten verlegt innerhalb des Gebäudes. Aber es gab keine Verletzten, die werden alle hier innerhalb der Klinik versorgt. Das war unproblematisch, das Notfallkonzept der Klinik hat sehr gut gegriffen. Ja, wir sind mit 3 Löschzügen vor Ort, zusätzliche Sonderfahrzeuge und auch eine große Rettungsdienstkomponente. Es war einfach notwendig, die Treppenräume zu begehen, die Räumung zu unterstützen und auch die Brandausbreitung einzugrenzen. Dadurch wurde die Kräfteanzahl sehr hoch gefahren, aber es hat sich auch bewährt, hier massiv Kräfte vorzuhalten. Wir hatten im Einsatz rund 50 Feuerwehrkräfte dazu, weitere 60 in der Bereitstellung vor Ort und ungefähr 50 Rettungsdienstkräfte. Ja, derzeit finden noch Belüftungsmaßnahmen statt und auch Freimessmaßnahmen. Ich denke, das dauert noch eine gute Stunde und ich gehe davon aus, dass danach gewisse Räumlichkeiten wieder freigegeben werden können. Der Sachschaden hält sich meiner Ansicht nach in Grenzen. Das muss aber natürlich dann ein Gutachter eher ermitteln. Es ist derzeit so, dass die Polizei den Brandort natürlich beschlagnahmen wird. Die weiteren Räumlichkeiten werden dann freigegeben werden können, aus Sicht der Feuerwehr zumindest freigegeben werden können. Inwieweit dort eine Nutzung durch die Klinik stattfinden kann, wird sich dann zeigen.